Wusstet ihr das schon über den Film Interstellar? Der Regisseur des Films, Christopher Nolan, verwendet in seinen Filmen gerne so wenig Computereffekte wie möglich. Anstatt große Teile der Maisfelder am Computer kreieren zu lassen, ließ er stattdessen rund 200 Hektar Mais anpflanzen. Das sind rund 280 Fußballfelder. Und nach den Dreharbeiten wurde der Mais sogar geerntet und verkauft.